Ja, Leute, was geht? Es geht hier weiter mit Let's Play 3 war San Francisco mit heute aufrütteln, Informationen zum Platinraub besorgen. Für den Platinraub brauchten wir einen Insider. Gar nicht blöd, Partner. Unser Insider ist ein junger Mann namens Dennis Haynes. Hat 3 Jahre da gearbeitet, ist ruhig, bleibt eher für sich. Und plötzlich wirft er mit Geld um sich, als wäre er ein King. Nicht sehr klug. Wenn wir aufmerksam geworden sind, dann Jericho auch. Das ist nicht gut. Also wo können wir diesen Dennis Haynes finden? Er und sein Partner machen Mittag beim Golden Gate Park. Er muss seinen neuen Schlitten vorzeigen. Dann versauen wir ihm den Appetit. Gott. Ja, letzte Folge waren wenn ich... Wenn wir Jericho mit diesem Raub in Verbindung bringen können, ist er noch in der Stadt. Dann hat er jedenfalls einen guten Grund, hier zu bleiben. Was bedeutet, dass wir das Netz langsam zuziehen können. Wie konnten die nur an Haynes rankommen? Der Typ ist ein absoluter Niemand. Hat noch nichts erreicht. Sack voller Hunderter lässt solche Nieten nicht kalt. Sicher, dass er in der Nähe der Brücke ist? Ich weiß nur, dass er sich da gern ein ruhiges Plätzchen sucht, um zu essen. Ah, wenn er einen nagelneuen Krotzschlitten fährt, sollte er auffallen. Das schätze ich auch. Verkratzt das Auto nicht! Wer ist mit mir? Das muss unser Mann sein. Du wirfst echt ordentlich mit Geld um dich in letzter Zeit, Haynes. Ich sagte doch, meine Tante hat mir was vererbt. Komm, Haynes, mir kannst du sagen, du warst bei dem Platinraub dabei, oder? So ein Quatsch! Wie kannst du sowas behaupten? Ah, wenn du es so spielen willst. Schnall dich an, Freundchen, das wird jetzt ein wenig haarig. Oh, das ist Impuls wieder, ne? Ja, geil. Formel Zeitvorgabe, ach komm. Wie war 180? Hey, entspann dich mal. Erst erzählst du mir alles. Was zum Teufel ist los mit dir? Lieber ist Impuls, das macht am meisten Spaß. Ach, komm, zu geil. Mann, ich geb dir mein Mittagessen. Ich will dein Mittagessen nicht, Dennis. Bist du irre? Du bringst uns noch um. Dann erzähl einfach die Wahrheit. Bitte aufhören. Bitte. Sag mir, was ich wissen will, Hans. Da. Sind so schwer. Okay, okay, es stimmt. Ich hab denen von dem Platin erzählt. Ah, dann rede schnell, Dennis. Ich brauche Details. Die wussten, wer ich bin, die... Oh Gott. Tja, da hat sich wohl noch jemand gedacht, dass du redest. Bitte, du musst mich retten. Die bringen mich um. Schön, aber wenn du mir was verheimlichst, wirst du dich zu den anderen wünschen. Komm mit den Feinden. Hey, halt ein bisschen Abstand, Mann. Ja. Ja gut, okay, ich wollte eigentlich anders fahren, aber gut. Dann. Ich muss kotzen. Du hast mein Essen ausgespuckt. Was? Nein, ich hab die Beine wieder hinter mir. Oh Gott. Scheiße. War so schnell. Toll gefahren, du Penner. Echt eine große Klappe. Ja, natürlich! Oh nein! Auf damit! Was? Komm jetzt. Wieder fast geschafft, Alter. Wir haben einen abgehängt! Ja. Du hängst sie ab! Du bist ein Held! Oh, Glück gehabt. Layla! Mal mir ein Bild, denn. Das war echt ein heißer Feger. Total exotisch. Und sie ist es wahrscheinlich auch, die meinen Tod will. Ich habe ihr geholfen, jetzt hilfst du mir. An wen wollte Layla das alles verkaufen?
Mann, Platin ist unverkäuflich. Viel zu einfach zu finden. Die verkaufen das nicht, die wollen es benutzen. Wie benutzen? Keine Ahnung, Mann, ich bin nur ein Fahrer. Platin benutzen? Vielleicht eine... Layla hat also den Platin-Raub organisiert und Jericho plant, das Platin zu benutzen. Wie soll man bitteschön Platin benutzen? Na, mit Chemie? Mit Chemie könnte man... Bisher bei Driver San Francisco. Hey EOC Lunchtime, Ihre Augen auf die Stadt mit mir, Gabby Denver. Nach der Werbung, Jagd nach Charles Jericho. Wir folgen der Spur der Zerstörung, die seine dramatische Flucht hinterließ, zu dem Ort, an dem ein mutiger Beamter schwer verletzt wurde, als er versuchte, den Flüchtenden zu verhaften. Wenn Layla Sharon in der Stadt ist, muss Jericho was Ernstes planen. Er hat was vor. Also, Layla hat den Platin-Raub organisiert und Jericho plant, das zu benutzen. Wie zum Teufel benutzt man bitte Platin? Komm schon, John. Komm wieder zurück zu uns, Kumpel. Okay. Ja, wie benutzt man Platin? Das verstehe ich irgendwie auch nicht. Wie heißt die Mission? Freeway Inferno, die Entführung der Ammoniak-LKW verhindern. Alle Einheiten, uns wurde eine Entführung gemeldet. Warum muss sowas immer nur am Schichtende passieren? Ja, weil man es da am besten brauchen kann, Jones. Das Ziel ist ein Konvoi von Ammoniak-Tankzügen auf dem Freeway. Ja, der will irgendwas mit Chemie machen. So natürlich die Frage, was kann man aus Platin, Chemikalien und Ammoniak machen? Also bei der Ammoniak, Chemikalien ist ja auch irgendwie... Was wollen die denn nur mit dem Ammoniak? Das Zeug stinkt wie ein Stadionklo und brennt wie Raketentreibstoff. Dann sollte es wohl besser nicht in die falschen Hände gelangen. Ich glaube, will er irgendwie eine Superbombe bauen? Als Rache? Mann, guck mal! Der Tanker fährt echt deutlich zu schnell! Das muss einer der entführten Tankzüge sein. Haben sich wohl vom Freeway verdrückt. Das war ein Fehler. Stoppen wir sie. Ja, okay. Zeit, diesen Tanker auszuschalten. Was? Natürlich, ja, weil er... Oh Gott. Er ist ja den geschützt, natürlich, natürlich. Du siehst ein bisschen gestresst aus. Ach, das ist immer so gewesen. Ja gut, um Tanker ist natürlich ein bisschen einfacher. Weil ich ja nicht ausweichen kann, da besser. Der Wagen ist ja für mich zu schwer. Wenn wir den Planeten retten wollen, müssen wir schön... Müssen wir den Ammoniakwagen aufhalten, irgendwie die Idee. So, hab ich gleich. Einmal weg. So. Jetzt gibt's keinen Ammoniak mehr. Mann, das will ich auch können! Noch zwei Tankwagen sind in feindlicher Hand. Ich werde Ihnen nun die Positionen durchgeben. Weiß nicht, ob ich zwei so Dinger fahren kann. Was redest du denn da? Du hast Superkräfte. Ach ja, das stimmt wohl. Gut. Festhalten. Wir holen den nächsten. Ey, aber ich muss sagen, die Story ist echt cool gemacht. Das ist echt cool gemacht, so kriminal. Erinnert mich so ein bisschen an, an Black Set jetzt. Ja, so Krimi-Geschichte mit dem Rennspiel. Finde ich eine Mischung. Das habe ich sogar selten gesehen. Ah, okay. Zwei Tanker gegen einen Tenner. Oh, sah schon mal schlechter aus. Wie nicht? Ja gut, theoretisch kann ich auch solche Autos nehmen. Die geht tatsächlich. Wir nehmen alle solche Autos. Weil ganz ehrlich, also außer es bietet sich gerade an, so ein Auto auch. Oh Gott, das hatte jetzt ganz gut, besser ausweichen konnte. Man kann er ausweichen. Ja, ich hab doch rübergezogen, auch nein.
keine Ablenkungsmanöver, klar? Wir kaufen heute ein Geschenk für unsere Schwester. Das ist alles. Merkt ihr den Gedanken? So, ja, der eine ist gleich weg. Ja, der eine ist sowas von weg. Er ist ein sehr mächtiger Mann, Michael. Na und? Er wird uns beide töten, wenn er davon erfährt. Tja, da kann ich leider nichts tun. Oh, natürlich, er steht da mitten im Weg. Den kann ich ausweichen. Das, wo bin ich jetzt? Richtige? Ja. Ja, er steht auch mit. Ja! Ja! Okay, wow! Oh, Glück gehabt. Oh, bevor das mal mehr Lack ein. Tankwagen. Weck mich, wenn wir da sind, okay? Wenn ich fahre, wird mich geschlagen. Ich sag ja, wenn ich fahre, wird ich gepennt. Du bleibst schön hier. Ja, locker, ich hab den locker nicht mehr. Ich meine, das ist ja nicht easy. Hier ist ja richtig, das ist ja easy. Yep. Und der letzte. Und tschüss. Die werden gestoppt. Ich melde mich mal bei Jones. Du hattest schon. Hm? Du hattest schon, ja? Erinnerst du dich an Karl, wie war's noch? Krug? Krog? Mieser Pokerspieler. Ja, ich erinnere mich. Der hat gedealt für Jericho. Sieht aus, als würde er Karriere machen. Mann, das schmeckt mir nicht. Was verdammt plant dieser Jericho denn? Ich verstehe es nicht. Warum würde Jericho drei Tankwagen mit am... Hey, wen rufst du an? Jericho interessiert sich sehr für Chemie. Ich glaube, wir sollten das auch tun. Detective Tanner? Hallo Sarah, hier Detective Jones. Wir dachten, Sie können uns vielleicht ein paar Fragen beantworten. Schießen Sie los. Ammoniak braucht man für Dünger, oder? Das und Reinigungsprodukte. Okay, und wenn man dazu noch einen Haufen Platin zum Spielen hätte? Platin? Das kann auch als Katalysator benutzt werden. Wenn man Ammoniak hinzugibt und weiß, was man tut, könnte man Cyanidgas herstellen. Cyanid? Ja, Cyanidgas. Wird meist im Bergbau eingesetzt. Ist aber so schlimm, wie es klingt. Auch niedrige Konzentrationen sind extrem giftig. Sarah, wenn ich Ihnen knapp 20.000 Liter Ammoniak gebe, wie viel Gas können Sie herstellen? Keine Ahnung. Sehr viel. Genug, um ein Stadion zu füllen? Mindestens. Was zum Teufel geht hier eigentlich vor? Wahrscheinlich nichts. Danke, Sarah. Das klingt echt nicht gut. Jericho versucht, Cyanidgas herzustellen, und zwar genug davon, um die halbe Bay Area auszulöschen. Ja, vielleicht sollte ich ein paar Gefallen einfordern. Vielleicht bekommen wir Krug wegen einem Formfehler raus. Dann verwanzen wir sein Auto und sehen, wohin uns das führt. Chemika plus Platin plus Ammoniak gleich Cyanidgas. Der Rick kommt noch nie in den Part. John! Haben Sie das gesehen? Seine Augen haben sich bewegt. Ich will keine falschen Hoffnungen schüren, Detective. Wir können nur abwarten. Es gibt keine Garantie. Kapitel 4. Menschenjagd. Cyanidgas und
und viel davon. Jones, das ist übel. Jericho und C-Bomben. Ehrlich. Als wir den Anruf bekamen, dachte ich nicht, dass wir eine Terroraktion verhindern. Aber wir haben sie verhindert, oder? Nein, so leicht können wir seine Pläne nicht ändern. Das ist eine Nummer größer. Bay Area Bay J, okay. Na gut, Leute, würde ich aber sagen, wir jetzt hier einen kleinen Cut setzen und am nächsten Mal weitermachen. Ich danke wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal geht's weiter. Haut rein. Tschüss, euer Pyrus. Ciao.